Ja, hallo, herzlich willkommen 1000 Best TV. Ich bin hier am ungarischen Pannonia-Ring bei den 1000 Best Bridgestone Track Days. September 2018 haben wir und wir gehen jetzt gemeinsam, wir fahren gemeinsam eine Runde durchs Fahrerlager und schauen mal vielleicht auch um die Strecken. Kameramann, nimm Platz hinten, jetzt gehen wir Gas, mein Freund. Mein Einsatz ideales. Oder? Jetzt wechseln wir auf die andere Hand. Ja, ihr seht schon, wir sind jetzt hier im Fahrerlager unterwegs. Zweier Profibauer wechselt schon wieder brav. In der Mittagspause hat er natürlich immer was zu tun. Und wie ihr seht so hier im Fahrerlager, es ist zwar eine Hobbyveranstaltung bei uns bei 1000 PS, wir haben jetzt hier keine Rennen, aber mittlerweile gibt es schon sehr, sehr viele Leute, die das wirklich, ich will nicht sagen professionell, aber doch mit einem gewissen Ehrgeiz betreiben und sich hier zum Beispiel eine Box auch mieten, mit dem Anhänger runterkommen und dann hier wirklich auch Equipment reinschleppen, Reifenwärmer und so weiter. Aber es gibt natürlich auch Leute, die das alles ein bisschen einfacher betreiben, die mit dem Motorrad runterkommen und zum Beispiel ja, sind Leute jetzt, die fahren ohne Reifenwärmer, die Partie Monster, Super Dukes, also die haben keine Heizdecken da, die sind hier mit dem Fahrzeug hier. Hier sind wieder Kollegen auch, die es ein bisschen ernster betreiben mit Heizdecken. Aber ich glaube, man sieht bei uns eine schöne, bunte Mischung. Ein Tuono ist da, ein Monster ist da, noch eine Tuono, ein GS, der hat es mit Anhänger runtergebracht. Eine Tuono, eine ZX-10 Top-Layer, eine schöne Auswahl hier bei uns bei den 1000 PS Bridgestone Track Days. Was natürlich immer leiwand ist, wir haben immer Glück mit dem Wetter. Ich weiß nicht, wieso das so ist. Ich glaube, heuer hatten wir an 11 oder 12 Renntagen, also 12 Tage hatten wir heuer auf der Strecke und an einem halben Tag am Slowakei-Ring hat es geregnet. Hier vorne ist jetzt Mittagspause und da seht ihr natürlich, da sind jetzt die Leute da, die hier dem Fahrzeug auch gleich ins Ringrestaurant fahren. Die stärken sich jetzt ein wenig. Mein Tipp natürlich zum Mittag, stärken, aber nicht komplett vollfressen, weil das ist natürlich nachher Wahnsinn, wenn es so heiß ist am Nachmittag und man hat sich die Wampen komplett angefüllt, dann wird das natürlich nachher ein ordentliches Massaker und das Visier muss man dann auch innen reinigen, ist natürlich ein bisschen ein Problem. Vielleicht, ich weiß nicht, ob wir das dürfen, probieren wir es einfach mal, fahren wir raus auf die Strecken. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt gesteinigt werden, aber die, die noch nie auf der Strecke waren, von euch zeige ich auch noch kurz die Strecke, die ganze Strecke nicht, aber einen Teil davon, dass ihr vielleicht ein bisschen einen Überblick habt. Ein bisschen einen VIP-Status haben wir natürlich schon von 1000 PS. Jetzt kommen wir hier jetzt raus und kommen da ins Infield rein. Das ist normalerweise der Bereich, der normalerweise den Streckenposten und den Rettungskräften vorbehalten ist. Da ist ein Kollege, der sucht, glaube ich, Teile, die er an seinem Motorrad verloren hat. Und das ist jetzt die sogenannte Rettungsgasse, wo wir jetzt fahren. Also das ist der Bereich, wo Krankenwagen, Streckenposten rausfahren. Und ihr seht jetzt, glaube ich, auch da vorne sind diese Streckenpostenhäuschen. Und die Leute auf den Streckenposten, die signalisieren uns ja nachher oder kommunizieren mit den Teilnehmern über diese Flaggensignale. Also wenn hier auf der Strecke was passiert, gibt es dann eine gelbe Flagge für Gefahr, rote Flagge für Abbruch oder da gibt es die gestreifte Flagge. Gelb-Rot, wenn eben Öl oder was auf der Strecke liegt. Und ja, ich schalte es mal in die zweite. Zu schnell kann man nicht fahren, dann wird es zu windig im Mikrofon. Aber das ist schon eine Strecke, eine Kurve, wo die Leute oft zu lange mit der Kurve brauchen und zu spät ans Gas gehen können. Das ist eine klassische Kurve, wo man vor allem in der 1000er schauen muss, dass man eher ein bisschen später einlenkt. Spitz einlenkt und dann früh ins Gas geht. Ich zeige euch noch eine Kurve, die vielleicht auch interessant ist. Bei der Kurve holen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer oft ein bisschen zu weit aus, also fahren sie von ganz außen an. Ist aber gar nicht notwendig, weil man eh dann sehr weit innen bleibt und die Kurve eher einen eher weiten Radius hat. Das heißt, die kann man mittig anfahren, aber ganz wichtig ist, dass man hier am Kurvenausgang wirklich weit am rechten Rand fährt. Also wirklich so wie wir jetzt fahren, wäre es
eigentlich optimal, hier rechts bleiben und dann kann man hier dieses nächste folgende Streckenabschnittchen super fahren, kann von hier reinziehen und bleibt dann während dem gesamten Streckenabschnitt hier möglichst weit da drüben auf der linken Seite und hier trennt sich oft die Spreu vom Weizen. Da muss man jetzt links bleiben und hier kann man mit der 600er, hätte man jetzt schon alles Vollgas fahren können, aber spätestens jetzt auch mit der 1000er Vollgas hier dranbleiben und dann kann man hier diese Kurve hier schön mit mächtigem Speed nehmen und dann entscheidet sich jetzt hier quasi drei Kurven später, ob man dort den Anfang dieser Passade richtig erwischt hat. Das entscheidet sich dann hier. Ja, ein bisschen Eindruck wollte ich euch geben von der Strecke. Ich meine, komplett kann ich es nicht abfahren. Das ist ein bisschen, glaube ich, laut mit den Windgeräuschen. Was ich euch aber heute unbedingt noch mit auf den Weg geben möchte, ist so eine philosophische Weitheit zum Thema Rennstreckenfahren. Das Problem ist, ich sehe es wirklich bei vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die machen sich einfach zu viel Stress mit den Rundenzeiten. Die sind das erste, zweite Mal hier und holen sich schon den Transponder und fragen dann wegen Rundenzeiten, was ist hier möglich, was fährst du? Ich weiß nicht. Also Kinderlein, ich muss sagen, mir persönlich macht Rennstreckenfahren erst richtig Spaß und Freude, seit ich aufgehört habe, Transponder zu nehmen und Rundenzeiten zu nehmen oder mir über Rundenzeiten Gedanken zu machen. Ich habe schon immer wieder mal Data Recording mit drauf aus Testzwecken, aber jetzt wirklich dauernd diesen Stress zu haben, hier auf Bestzeitjagd zu gehen, ich weiß nicht. Also ihr seid ja alle keine Rennfahrer, genießt hier einfach den schönen Asphalt, den schönen Grip, die coolen Leute auf der Strecke, genießt das, dass eure geilen Motorräder, schaut euch an zum Beispiel die endgeilen Panigales, genießt das, dass die mal ordentlich ausführen könnt und dass nicht dauernd Angst haben muss zum Strafzetteln und um Gegenverkehr und solche Geschichten. Und macht euch nicht so einen Stress mit den Rundzeiten, das ist meine philosophische Weisheit zum Tage. Vielleicht fahren wir da jetzt noch einmal vor und um wieder zurück. Zum Beispiel Multistrada, Angststreifen, check, passt, keine Angststreifen mehr, sehr gut. Afrika Twin habe ich schon öfters da gesehen, den Kollegen. Grüße, Servus, der Kollege von Bridgestone Österreich ist auch da, drückt natürlich selber kräftig an. Vorher hat er mir schon erzählt, der Oliver Grünberger, was Bridgestone nächstes Jahr für neue Reifen bringt. Wird natürlich leibend, nächstes Jahr bei den 1000 Best Bridgestone Practice, die wieder auszuprobieren, freue ich mich schon drauf. Yamaha MT-10 SB, ganz eine leibende Maschine, bist du deppert. Nice leibend. Mir taugt es auch, was die Leute hier für schöne und liebevoll gepflegte Motorräder mit dabei haben, wenn man da reinschaut, hier in die Boxen. Die Leute haben so eine Freude mit ihren Schätzchen, das ist ganz großartig. Supermoto ist da drin, herrlich, da gleich das Hotelzimmer mitgebucht in der Box. Ah, ist leibend. Grüß euch. Hallo. So, stehen bleiben wird jetzt schwierig, oder? Ich schaue, ob ich einen Leerlauf reinkriege. Ja. Oh, nein, es war die zweite. Ah, es war die erste. Hier wird gerade pornografisches Material zurechtgelegt. Also, es gibt jemanden bei uns in der Firma, ist der Max, der streichelt seine Maschine so, wie die anderen Leute ihre Frauen streicheln. Schaut euch das an. An Teppich hat er unten, das habe ich alles gar nicht, was der für Zeug hat. An Teppich hat er unten, jetzt tut er noch die Felgen putzen fürs Video. Das ist ganz leid. Verwendest du eigentlich Kondome, wenn du mit deiner Maschine verkehrst, Max? Oder ist das immer? Nein, oder nimmst die Pille? Nimmst die Pille? Nur Handschuhe, Nils. Was hast du denn da schon wieder, Alter? Was ist denn da schon wieder drauf? Ja, Tune-Up Stage 2 sozusagen. Also das schaut eher aus wie Tune-Up Stage 20, Alter. Also der große Aufhänger sind sicherlich die Kineo-Räder. Ich meine, das ist was ganz oben. Feines. Ja. Ja. Das kennt man von MV Agusta, Brutale Dragster zum Beispiel oder Horex Feuer 6. Also die haben dieses Material auch drauf. Ist natürlich kein ganz billiges Unterfangen, aber wir haben einen super Importeur gefunden in der Schweiz. Das ist nämlich die Firma Partsworld, die das machen und die haben mich da beraten mit den Abstimmungsmaßnahmen, weil du kannst ja quasi den äußeren Ring, die Narbe, die Speichen, alles in anderen Farben geben. Und somit schaut das jetzt einfach echt cool aus und diese goldenen Akzente. Ist zufällig, dass das passt, oder? Ja. Nils, bei dir war es Zufall, bei mir. Du, was sag an, es ist ja eigentlich ein Showbike mit diesen Speichenfällen. Fährt das jetzt nicht schlechter als vorher? Oder? Du sollst mir das jetzt schon verraten alles. Nein. Nein, wir waren bei Martin Bauer, der hat Erfahrung mit Kineo, weil er das eben auch in diesem Horex Entwicklungsprojekt drinnen hat. Und es war so, dass insgesamt ein kleiner Gewichtsgewinn sogar stattfindet. Wenn's die Felgen quasi, also es wird leichter. Es wird leichter, okay. Ja. Also Gewichtsverlust eigentlich, müsste man richtig sagen. Ja, okay. Also es wird leichter, aber wie soll ich sagen, also nicht einmal einen halben Kilo macht das aus. Ne? Mhm. Ja, also es war irgendwo bei 300 Gramm dann vorne, hinten zusammen, was man sich erspart. Ja, und bei unseren 1000 Best Bridgestone Track, das sieht man jetzt, da ist das ein praktischer Anwendungsfall. Wir nutzen das natürlich auch gleich für unsere eigenen Geschichten, unsere eigenen Videos. Das heißt, demnächst gibt es ein Video mit deiner Stage 21 Yamaha. So ist es, genau. Gut. Grüß dich, Servus.
Wie ist dein Name bitte? Christian. Christian, du darfst mal kurz zu deinem Motorrad gehen bitte? Natürlich. Ich bin ja immer bei unseren 1000 PS Bridgestone Track Days auf der Suche nach irgendwie speziellen Eisen und so ein Naked Biker Z800 sticht natürlich ins Auge. Erste Mal auf der Rennstrecke mit dir? Ja, genau, erste Mal. Aha, und wie ist was? Ja, super geil bis jetzt. Ja. Drei Türen sind wir schon. Ja. 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 Und ja, bin positiv überrascht. Von wem? Vom Motorrad oder von dir? Von mir auch, ja. Ja. Und trotz Straßenreifen, ja, passt das sehr gut. Was hast du denn drauf? Was ist das? S20F. S20? Du, jetzt muss ich sagen, also das erste Mal passt. 2 mm Angstreifen, das ist in Ordnung. Was geht, naja, was, ich weiß, was geht, aber ist nicht so, dass man sich genieren müsste. Ja. Was hat denn dich hierher getrieben? Wieso kommst du auf die Rennstrecken? Ich fahre jetzt 3 Jahre auf der Straße und ja, durch bekannte Motorradclubs, Speed Devils. Ja, aus Krems, die haben mich halt dazu bewegt, dass ich... Angestiftet. Ja, angestiftet, genau. Dass ich mal mitfahre und mir das anschaue und ja, immer wieder gern. Also. Das Kleingedruckte haben sie da auch verraten. Das, man wird süchtig. Ja, ja, das stimmt, ja. Aber es ist halt, mit der Z800 irgendwann ist man dann, glaube ich, am Limit, weil wenn man die anderen anschaut... Ja, das ist kein Problem, 2 mm hast du noch. Jawohl. Viel Spaß noch, viel Freude und ja, immer aufpassen, aber ich sehe, du bist ein schlauer Bursche, du wirst das gut machen. Super. Was, dankeschön. Jetzt nehmen wir gleich Kollegen ins Visier. Das sieht man, Hannes hast du gesagt, gell? Ja. Hannes, du bist, glaube ich, das erste Mal da, weil du hast schon Heizdecken und so weiter. Ja. Zweite Mal? Dritte Mal? Da bin ich das erste Mal. Ah, da bist du das erste Mal, ja, ja. Insgesamt ist das zweite Mal. Ist das zweite im Ring, ja. Und wie machst du das? Du hast jetzt eigentlich ein Straßenmotorrad, Z1000 SX und Slicks, das heißt, das baust du halt jedes Mal um, oder? Ja. Und ist das schon besser oder leibender oder fühlst du dich wohl mit den Slicks? Das ist weit besser. Wirklich? Ja, am Ring ist das ein Hammer. Wie merkst du das oder was ist da leibender? Nein, ich bin, wie gesagt, ich bin schon einmal gefahren mit Straßenraffen und irgendwann haben sie dann im Limit, dann schmieren sie. Mhm. Und gerade wenn es so warm ist wie heute, sind Slicks einfach viel besser. Ja, hast natürlich recht, weil wenn wir die Straßen raffen, dann dauern, wie soll ich sagen, 2 Tage, dann sind sie jetzt zusammengekramt. Und ein bisschen Aufwand ist schon, weil du machst es richtig schön, du tust ja alle Anbauteile runterschaufen. Ja, wie viel Aufwand hast du jedes Mal für jeder so einer Rennstreckengeschichte? Da habe ich, glaube ich, 3 Stunden gebraucht. Okay. Aber mit, du machst das wieder so? Mit Ölwechsel, Luftfilterreinigung, alles was geht. So gehört das, mit echter Liebe. Darf man fragen, Rundzeiten, interessiert dich das oder fährst du zuerst zu fahren? Nein, ich fahre nur so. Das lobe ich mir. Das ist mir zu gefährlich. Du sagst es, vorher habe ich gesagt im Video, ja. Burschen, der ist ein schlauer Mann. Ja, ich lasse mich da jagen. Und das macht nur Stress. Ja. Viel Spaß, Spaß ist alles. Dankeschön. Tschüss. Marius, schau mal zu dem Motorrad, ist ja doch ein schönes Stück. Ja. Wie du weißt, die KTM SMC ist ja ein Motorrad, was ja extrem begehrt ist in der Gebrauchweise bei uns. Das heißt, du musst auf dir lastet den Druck. Da sind die Leute, können es dir nicht verzeihen, wenn du dich hier schaust. Das weißt du das eh, oder? Das weiß ich, ja. Das ist schon was ganz Besonderes, gell? Ja, also fährt auf jeden Fall super. Bin super zufrieden mit der. Also kann man nichts Besseres gibt es also zum Fahren. Super Sache. Komm mal ein bisschen ran. Wenn ich fragen darf, ich sehe das jetzt so gleich auf der Distanz. Bist du schon ein bisschen ein größerer Bursch? Für dich passt sowas, oder? Ja, das passt. Also Sportler ist ein bisschen klein. Da ist so ein Supermoto schon besser. Man sitzt gerade drauf und ist auf jeden Fall angenehmer zu fahren. Und wie ist das jetzt? Du bist das erste Mal, hast du mir vorher verraten. Fühlst du dich heim, oder bist du heimatlich hier oder ist das fremd für diese Maschine, diese Rennstrecke? Nee, schon heimatlich. Also die großen Kurven gehen genauso wie die kleinen Engkurven. Teilweise auch ein bisschen schneller als die Supersportler, denke ich mal, weil man spitzer reinfahren kann und viel enger zuzieht. Und man kann die einfach wie reinschmeißen und man kriegt es trotzdem immer wieder am Ende raus. Also es geht gut. Super. Und hat dich dieses Rennstreckenfieber gepackt? Glaubst du, wirst du da mehr machen mit? Ich denke mal schon. Also es war jetzt das erste Mal, so mal ein bisschen reinschnuppern, wie es ist. Auf jeden Fall sicherer als auf der Straße, man hat keinen Gegenverkehr. Es ist überall jemand da, der auf einen aufpasst, wenn was ist. Das ist schon auf jeden Fall gut. Sehr gut. Na dann, viel Spaß noch. Leg um gescheit. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Ja, jetzt steht da bei einem deutschen Kollegen aus Bayern. Bist du aus Bayern, oder? Richtig, richtig? Genau. Ja, bei Rosenheim direkt. Mit einem bayerischen Motorrad natürlich. Ja, genau, so mit ganz viel Carbon. Ja, was hast du denn da alles drin? Das ist ja eine Traummaschine, oder? Ja, Wahnsinnsmaschinen. Hab im Vorjahr HP4 gehabt, jetzt 2016er BMW, aufgebaut mit BMW Martin und Alpha Racing. Und so ist das Moped entstanden. Und so wenn wer in der WM was braucht, rufen Sie dich an, bauen Sie sich das. Geht das mal ausprobieren. Aber es ist wahrscheinlich stark fürs WM-Reglement, oder? Puh, ist oder, ist nur Optik hat. Oder hast du sonst hast doch ins Eingemacht irgendwo reingegriffen? Nein, die Agrapovic, Krümmer und Filter und Mapping, was so dazugehört, sage ich mal. Will ins Komplett sicher, gell? Ja, richtig, genau. Will ins vorne hinten. Und so rundzeitmäßig bist du zufrieden, bist du glücklich mit der Maschine? Ja, bis jetzt hat es für 203 dieses Jahr gelangt. Bist du einfach da, 203? Ja, 203. Oh, nicht schlecht. Ja, schade, dass ich den anderen ein bisschen nachgekommen. Ja, na, sehr gut. Schon.
Und welche Strecken fährst du sonst so, wenn du nicht gerade bei uns am Pannonienring bist? Du, mit euch, alles was ihr so fahrt, Brünn sind wir nächste Woche und Pann sind wir natürlich oft mit euch nutzen es als Training, ansonsten natürlich die Rennen mit GA Moto etc. Alles was die zwei Veranstalter so hergeben. Ja, und die in Oschersleben fährst du nichts? Nein, Oschersleben war ich noch nie. Nein, das ist aber auch Wahnsinnstrecken, weißt du das? Ja, müssen wir machen. Wenn GA Moto oder ihr da hinfahrt, dann fahren wir mit. Jetzt wissen die österreichischen Veranstalter, dass wir nach Deutschland kommen. Jedenfalls, taugt mir sehr die Maschine und wird natürlich auch immer gut gepflegter und angeblasen von frischer Luft. Ja, man sieht, du bist der Connoisseur. Viel Spaß noch da bei uns, gell? Merci, dankeschön. Ja, ciao. Im Prinzip die Burschen vom Reifendienst waren nicht faul. Man sieht, das ist das, was sie quasi schon runtergerissen haben. Teilweise sieht man, haben sie Straßenreifen runter. Das sind möglicherweise Leute, die umswitchen auf andere Reifen. Teilweise sind auch einige Slicks schon dabei. Bei den Slicks muss man sagen, dass vor allem bei den vorderen Reifen die Leute tendenziell eher zu früh wechseln, muss man sagen. Weil die Vorderreifen halten, vor allem bei Bridgestone und auch bei Dunlop, relativ lange. Und ich weiß nicht, also gerade dieser Reifen, den ich da jetzt sehe, das ist eigentlich schade. Man sieht, der ist noch weit weg vom Indikator, am Rand ist eh gar nicht angefahren worden. Also Vorderreifen, Leute, die halten wirklich lange, vor allem auf dem Hobbyniveau, wo man fährt, kann man ruhig länger umlassen. Wo man als Hobbyfahrer auch oft beunruhigt ist, sind diese Gummiwurzeln hier, die man hier drauf hat. Das ist nichts anderes, da sieht man leider, dass man abseits der Ideallinie unterwegs ist, wenn man solche vielen Dreck, so viel Dreck oben hat, weil dieser Dreck befindet sich meistens eher abseits der Ideallinie und da hat man hier einen sehr starken Gummiabrieb nachher drauf. Das ist quasi Reifenabrieb von anderen Fahrern, ist jetzt nichts Schlechtes, nichts Böses für den Reifen und wenn man dann kräftig am Kabel zieht und auf der Ideale unterwegs ist, fährt man das auch wieder runter. Und so, das hier ist eigentlich ein normales Reifenbild hier auch, nur eben, dass eben so Reifenabriebmaterial mit drauf ist. Wenn wir uns die anderen Reifen hier anschauen, wenn wir schon da sind, haben alle durchaus ein schönes Reifenbild, also reißt kein Reifen auf, haben einen ganz normalen Verschleiß. Also die Leute da haben definitiv nichts falsch gemacht beim Reifendruck und auch nicht bei der Fahrwerkseinstellung. Und dann ist natürlich so, wenn man da jetzt reinschaut, jetzt ist da natürlich eine wahnsinnige Auswahl an Reifen und da stehen die Kollegen vom Zweier Profi Bauer. Und dann ist halt immer die Herausforderung, was nimmt man als richtiges Reifenmaterial? Und das ist aber einfacher geworden im Vergleich zu früher, weil es jetzt so ist, dass diese Reifen ein breiteres Temperaturfenster haben. Also, ja, habt ihr eigentlich Medium auch da oder nur Soft? Ja, aber die Leute fahren fast alle nur mehr Soft, oder? Wenn es warm ist, ja so. Ja. Und dann ist es so, dass man halt mit einer seiner Mischung dann das Auslangen findet, außer es sind halt ganz extreme Temperaturverhältnisse, wenn es sehr, sehr kalt ist zum Beispiel, braucht man was anderes. Und dann ist es an und für sich sehr einfach, auch für Hobbyfahrer, so ein V02 Slick, sehr umgänglich, ist nichts, das beißt oder zwickt oder kratzt, kann man auf einem normalen Motorrad montieren. Man braucht dann halt Heizdecken und Ständer, das macht das Ganze logistisch ein bisschen mühseliger, aber man hat dann, wie die Kollegen vorher gesagt hat, einfach bei hohen Temperaturen den Vorteil, dass der Reifen dann nicht schmiert, mehr Vertrauen hat und einfach auch mehr Sicherheit hat und kann dann auch mehr auskosten, diesen Fahrtag, diese zwei Fahrtage. Also ich würde sagen, wenn man das erste Mal auf die Strecke fährt, nicht unbedingt nötig, aber wenn man das zweite, dritte, vierte Mal fährt und beherzt ans Gas gehen möchte, kann man sich überlegen, ob man mal solche Slicks sich gönnen möchte. Ja, da drüben sehen wir jetzt gerade eine spannende Phase. Der Instruktor hat seine Schützlinge gesammelt da. Der Instruktor sammelt die Schützlinge und fährt jetzt mit der Gruppe raus. Das ist jetzt quasi eine Einsteigergruppe. Leute, die heute das erste Mal auf der Rennstrecke sind. Und die fahren jetzt hintereinander gemeinsam mit dem Instruktor auf die Strecke. Und wenn da jetzt die Leute sagen, der eine oder andere, ich bin zu langsam, dann kann er zu einem langsameren Instruktor fahren, der eine langsamere Gruppe hat. Und wenn er sagt, das heißt, ich will schneller fahren, dann kann er auch in eine andere Gruppe wechseln. Wenn er sagt, das heißt, Instruktor fahren ist nichts für mich, ich möchte nicht mehr, dann kann dann quasi am zweiten Tag dann idealerweise, das ist schon richtig gebucht, in diese blaue oder in diese gelbe Gruppe wechseln bei uns, wo man ohne Instruktor dann frei im Kreis fahren kann. Wenn eine Superduke im Fahrerlager auftaucht, dann wird es immer herzerwärmend für mich, weil ich finde, dass das einfach ein unglaublich schönes Motorrad ist. Ich glaube, ist auch ein Grund, warum man sie nimmt, oder? Mhm, schaut einfach leibend aus, gell? Dankeschön, ja, schaut leibend aus, aber fährt sich auch gut. Ja, stimmt, sie fährt auch so, wie sie ausschaut. Wie ist es da auf der Strecke? Superduke ist ja doch ein Motorrad für Könner. Bist du routiniert auf der Strecke oder für die Neuland? Wie?
Naja, ich habe heuer angefangen, also ja. Neuland auch nicht mehr, aber Profi bin ich auch keiner. So, angefangen mit der Superduke oder was? Ja, angefangen mit der Superduke. Aber das gibt's ja nicht. Du kannst. Wirklich? Na, was hast du vorher gehabt? Oder wie man? Wie? Naja, mit der Rennstrecke angefangen. Ah, okay. Vorher okay, bin ich okay. halt auf der Landstraße gefahren. Ja. Ja. Okay. Also, ich fahre jetzt, glaube ich, heuer bin ich, oder heute bin ich 2,23 gefahren. Also, ja, passt. Ja. Wird schon langsam. Ja. Wird schon. Und du fährst halt Landstraße und Rennstrecke gemischt, oder? Ja, aber überwiegend Landstraße. Mhm. Und halt eure Events. Also, ja. Und wie ist das jetzt, wenn du daherkommst? Immer noch ein bisschen, wie soll ich sagen, dieser Adrenalinrausch, ist das, hält man das aufrecht, auch wenn man schon 2-3 Mal da war? Ja, schon irgendwie, aber ich muss sagen, das erste Mal auf der Rennstrecke, eh im Pannonia-Ring heuer, war so die ersten 5 Turns, war da irgendwie ständig der Gedanke, will ich das oder lasse ich es lieber bleiben, und dann hat es aber irgendwie Klick gemacht und seitdem liebe ich es eigentlich, also das ist auch entspannter und ja. Ja, und jetzt offensichtlich kannst du nicht mehr ohne. Wenn ich mir die Superduke da anschaue, was hast du da? Da ist ein paar Powerparts hast drinnen, oder? Was sind so die Highlights, was du draufgeschrieben hast? Ja, viel zu viel. Also, irgendwie habe ich damit angefangen. Ja, ein bisschen was habe ich gemacht. Obwohl, ja, Carbonteile sieht man eh, dann die Gabelbrücke, Akrapovic-Auspuff. Und jetzt zuletzt habe ich das Fahrwerk überarbeiten lassen. Das Fahrwerk hast du überarbeiten lassen, wo hast du es machen lassen? Bei Martin Bauer. Ja. Weil, muss ich sagen, habe ich schon auch gehabt, weil der Superduke, wenn du auf der Rennstrecke fester andrückst, das ist natürlich doch ein Landstraßenfahrwerk. Und wie ist es besser geworden oder hat er es gut gemacht? Ja, super ist geworden. Also ich habe sowohl die Gabel als auch das Federbein einfach nur überarbeiten lassen. Also ich habe jetzt kein quasi neues Fahrwerk in dem Sinn, aber super. Es ist feinfühliger und ich bin sehr zufrieden. Ja. Super. Und Schräglagenfreiheit passt noch? Naja, deswegen habe ich eine andere Fußlastenanlage montiert, weil das war das erste Problem, das ich gehabt habe. Und ja, dann passt super. Und wenn es irgendwo schleifen sollte, glaube ich, muss ich ein bisschen mehr in den Hängauf gehen. Und dann passt das auch, ja. Sehr gut. Du, bei mir beschlagen die Brillen schon vor Schweiß. Das ist ein Wahnsinn. Ja. Ja. Irrsinnig gutes Wetter heute, aber ein bisschen heiß ist. Viel Spaß noch. Hände geben, lass mal lieber. Das ist unglaublich grauslich. Gut. Tschüss, tschüss. Ciao, servus. Ja, der Walter und ich gehen gerade zu einem Motorrad für Motorradkenner. K1200 hast du gesagt, 1200R. Genau. Wieder leider nicht mehr gemacht, aber eine Lücke, glaube ich, oder? Weil wenn man sie fährt, dann weiß man es echt zu schätzen. Das ist ein ganz sagenhaftes Essen. Wie fühlst du dich drauf mit ihr? Ganz gut. Also wenn man jetzt ans Vorverhalten hernimmt, von den Bremsen her, vom Fahrwerk, mir gefällt es einfach ganz gut. Sie hat wohl ein paar Mängel, muss man ganz ehrlich sagen. Die Bremse ist gewaltig bissig. Da muss man auf der Hut sein, weil es eben Bremskraftverstärker hat. Gell? Und das ist mit Vorsicht zu genießen. Das heißt, einmal versehentlich drauf tippen und du machst fast einen Überschlag, so gut geht die. Ansonsten muss ich sagen, mir gefällt sie gut. Ich habe nur, muss ich ganz ehrlich sagen, eine andere noch. Ich habe eine Caponord noch. Aber es ist zum Vergleichen, gell? Wo es Vorbeilier war Serpentinen, dann nehme ich die Caponord. Aber wenn wir jetzt ein bisschen so langzogen in die Kurven kommen, dann ist mir die K1200R lieber. Ja, und wie ist es da auf der Rennstrecke mit der K1200R? Sie ist ja eigentlich ein stabiles Motorrad, genau. Aber durchaus, wenn man es kann, auch ein sehr schnelles Motorrad mit irrsinnigem Kurvenspeed. Wie tust du dir da auf der Strecke dran, Pannonia-Ring? Ich muss sagen, sie geht sehr kurz am Fahren, weil ich es sauber umbremsen kann. Das heißt, ich kann bremsen bis zuletzt bald, kommt mir vor alles so, gell? Ich warte noch alle und die anderen bremsen schon und ich bremse erst später. Und vom Umfahren und Kurvenfeeling und Schräglagen habe ich kein Problem, da kriegt sich gut, also ganz kurz am Fahren. Speed her, ja okay, konnte sich noch ein bisschen mehr zulegen. Was passt leicht nicht? Ja, da konnte sich noch ein bisschen schneller gehen auf der Kroden runter, da sind zwar 20 drin, aber mehr nicht. Also, aber sonst geht sie gut. Also, sehr gut. Ganz gut zum Fahren. Saubere Maschine. Sehen wir sie wieder mal auf der Strecke bei uns, glaubst du? Ja, kommt leicht sein. Na, schönen Tag noch, gell? Danke dir. Ciao. Servus, Pferdi. Servus. Jetzt steht er beim schönsten Motorrad, Hubert. Das schönst geputzte Motorrad immer in der Box. Man glaubt immer, er fährt gar nicht. Wie machst du das eigentlich? Wenn du ansteckst, wird schon putzt, oder, die Maschine? Entweder ich putze oder meine Frau, die Uli, putzt. Zumindest die Plexiglasscheiben und vorne. Dass alles geputzt ist. Aber die richtig putzen, so ist zu Hause. Ach so, das ist jetzt noch dreckig quasi, oder? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Also 10 Sekunden am Tag ist dreckig die Maschine. Und man sieht natürlich, sie ist es auch wert, geputzt zu werden. Ist ja, viele sagen, die leibendste G6R1000. Und du hast das aber mit einem Superbike-Lenker gemacht. Ein Traummotorrad für dich? Zum Straßenfahren habe ich mir einen Superbike-Lenker aufgegeben. Eben ein Traummotorrad. Ist entspannter zum Fahren. Ja. Also wie mein Stommelenker. Ich bin früher viel Straßen gefahren mit dem Motorrad, also 38.000 Kilometer. Ja, und jetzt halt vollweise darf es ein bisschen auf der Rennstrecke.
Und wir haben vorher schon geredet, du bist ja auch Fan der Qualität. Du sagst 38.000 Kilometer und man kann sich einfach darauf verlassen, oder? Ja, hat noch nie was gehabt. Ist einfach in Ordnung. Ja. Hat Original-Antriebssatz noch drauf. Ja. Ist aber, hat aber bei PS einen Test gegeben, einen 50.000 Kilometer Test, da sind es 50.000 mit einem Antriebssatz gefahren. Also habe ich noch 12 Zeit. Hast du noch 12 Zeit? Und jetzt ist so, apropos Zeit, du fährst ja als Instruktor bei uns bei den 1000 PS Bridge und Track-Test. Und es kommt ja doch vor, dass dann hier und da in so einer Gruppe, in einer Instruktorgruppe, doch wer stürzt. Wie kann das sein? Weil es fährt jetzt nicht die wahnsinnigen Rundzeiten. Wieso stürzt man doch manchmal? Wie passiert das? Naja, stürzen dann die meistens übers Hinterrad, dass eben vor der Kurve ein bisschen, da sind sie halt dann mutig, beim Anbremsen sind sie eher noch ein bisschen verhalten, da ist das eh okay, aber beim Außenbeschleunigen sind sie mutig und dann ja, zu forsch Gas geben und dann ist halt, verliert man das Hinterrad. Kann passieren, ja. Also obwohl es eine sichere Umgebung ist, trotzdem, das Hirn muss eingeschaltet bleiben, meine Lieben. Und ja, Hubert, es ist ein Wahnsinn. Jetzt darf man die Maschine noch ein bisschen filmen. Danke für deine Arbeit als Instruktor bei uns. Und Nils, danke auch. Danke für ja. Die schöne Aussicht. Ja, taugt mir immer ganz, sehr, ganz schön, wenn ich die Leute stören kann beim Mittagessen, aber es hilft nichts. Du, wenn ich ins Fahrerlager gehe und ich sehe dort alte Superdux, Entschuldigung, dass ich heute dazu sage, da wäre immer ganz hellhörig. Ist schon ein fantastisches Motorrad, oder? Ist cool, ja. Achso, du hast nicht mehr was im Mund, Entschuldigung. Du bist schon fertig, glaube ich. Gell? Du bist schon fertig. Ja, nein, du darfst noch schlucken, du hast nur 3 Sekunden. Wie ist das mit der Superduct auf der Strecke? Wie geht's da? Super, muss man sagen. Also für mich reicht die Leistung. Mehr konnte ich wahrscheinlich eh nicht erfahren, denke ich mal. Nein, kommst ganz gut mit in der Dreiergruppen, das passt super. Wie lange fährst du schon die Superduct in den 90er? 5 Jahre ist jetzt. 6 Jahre, 5, 6 Jahre. Und so diese Neiche, die spricht jetzt nicht so an? Oder? Probig von Hobbys. Aber ja, das Geld spielt halt auch ein bisschen eine Rolle, gell? Ja. Also der ist schon günstiger. Und glaubst du, dass die Neiche ist leibender? Fährt es noch besser für dich? Oder ist nur das Geld oder ist die Leistung oder das Feeling beim Motorrad? Die Leistung, glaube ich, brauchst du auf der Straße. Für mich jetzt nicht. Also die 120 PS, was die hat, ist für mich ausreichend. Die Neiche geht natürlich auch gut. Für mich fährt es sich ähnlich wie die alte, muss ich sagen, vom Sitzen alles, also. Okay. Aber mir reicht die neue. Sehr gut. Ja, muss man gleich zum Kollegen weiterschauen. Fertig verdaut schon auch, oder? Sehr gut, ja, sehr gut. Du, und ihr fahrt jetzt zu zweit mit den Superdukes umeinander, fahrt ihr Straße und Rennstrecke gemischt wahrscheinlich, oder? Genau, ist ein Mischmasch, je nachdem. Meistens Saisonanfang auf der Straße und dann lassen wir die Saison am Ring ausklingen. Und Ring ausklingen, das ist ein guter Vorsatz. Und wie intensiv ist so eine Saison? Wie oft führt das aus, die Schätzchen? Mittlerweile nicht mehr so viel, glaube ich, kämen in der Saison auf, im Schnitt 3.000, 4.000 Kilometer auf der Straße und der Rest eben dann Saisonende, einmal am Ring. Zweimal geht sie leider nicht ganz aus, aber zumindest einmal am Ring. Wie geht es dir mit der Superduke? Hast du die neuen KTMs jetzt angeschaut, der 790er oder 1290er? Kribbelst du da oder wie geht's da? Angeschaut, schon, sehr intensiv sogar. Ich sage jetzt einmal, die 120 PS, was wir auf dem Ding haben, reichen aus. Alles andere ist fast der Spur zu viel. Auf der Straße sowieso und am Ring, glaube ich, zumindest für unser Können auch äußerst. Ja, gute Einstellung, wenn man was wissen, wo seine eigenen Grenzen sind. Gell? Aber vielleicht in 5 oder 10 Jahren bist du reif dann auch für die 170 PS. Ich bin es bis heute nicht, also ich gebe es deswegen auch hergeben. Ja, schauen wir uns die Dukes an, die sind einfach leibend. Neben mir ist der Alex aus Smödling, auch mit einem wunderschönen Motorrad. Wunderschön ist sie, wie fährt es auf der Rennstrecke? Wie geht es da mit dir? Grundsätzlich sehr gut, aber auf der Geraden halt ein bisschen im Nachteil. Ne? Also bei 200 ist halt aus, da regelt es dann ab und ja. Aber ist eher 1100, da musst du gescheit ducken, oder? Hinter der üppigen Verkleidung vorne. Bei mir ist ja der Bauch auch ein bisschen im Weg, weißt du nicht, wie das ist. Nein, fährt brav, ja. Erster Tag, erster Turn, ein bisschen Probleme gehabt. Dann, was sind Probleme? Kiesbett oder was? Nein, Kiesbett nicht, sondern eher so Affenschaukelmäßig, bis ich dann einmal ein Reifendruckprüfgerät gekriegt habe. Und wenn 0,5 Bar vorne und hinten fehlen, dann ist das halt nicht mehr fahrtauglich. Okay, na gut, aber jetzt passt das alles und fühlst dich wohl und kommst wieder auf die Rennstrecken, oder? Ich komme sicher wieder, ja. Ich war jetzt 15 Jahre leider rennstreckenfrei, aber jetzt der erste Tag, also zweiter Tag quasi ja, bei euch wieder. Und jetzt, glaube ich, wird es wieder ein Ringgerät werden. Ich bin aber hellhörig geworden. Du hast das 15 Jahre ohne Rennstrecken ausgehalten. Wie geht denn das? Hard Enduro fahren und vorher dreimal Totalschaden auf dem Ring. Okay. Zweimal hier, einmal Brünn, Geld ausgegangen. Ja. Und das dauert dann 15 Jahre, bis das aus dem Kopf wieder draußen ist und im Geldtaschen wieder drin und dann geht es wieder. Na, wie gesagt, ich bin umgestiegen dann auf Hard Enduro.
Das ist unkaputtbar und die paar Plastikteile, das kostet halt jedes Mal 30 Euro und keine 3000 Euro dann oder so. Na gut, dann drücken wir da ganz fest die Daumen, dass diese wunderschöne Maschine dir treu und hübsch zur Seite steht. Super. Danke, bitte. Jetzt habe ich gerade gesagt, jetzt haben wir ein bisschen ein Sexiness-Gefälle. Diese unendlich schön Monster 1200S und du das mit der Unterwäsche, das passt nicht ganz. Ich kenne sie aus. Nein, ich weiß nicht, ob das besser oder schlechter wird. Tut mir leid. Nein, Monster 1200S, das ist immer so, wenn man da steht, das ist halt ein wunderschönes Motorrad, oder? Wenn sie steht, ist sie wunderschön. Wenn sie bewegt wird von mir, ist es leider unwürdig, weil der Fahrer oben drauf einfach. Nein, das geht nicht. Ein bisschen Augis. Du bist ja auch hier, um, wie soll ich sagen, dieses sportliche Fahren weiterzubilden. Ja. Hast du das Gefühl schon, es hat was gebracht? Absolut. Absolut. Also empfehlenswert. Absolut empfehlenswert. Für jeden, der anfängt, das ist ein Traum. Mhm. Es ist unbeschreiblich, wenn man einfach mal dann gezeigt kriegt, was für Möglichkeiten im Motorrad drinstecken, ist sehr bewegende, emotional bewegende Momente. Jetzt Angststreifen hast du keine mehr drauf. Das hat schon passt, oder? Schräglage ist schon. Der nicht, der Angststreifen hat sich verlagert. Achso, was? In die Unterwäsche. Ach so. Und du fährst halt normalerweise Landstraße, sage ich ja, mal. Ja, hab die Landstraße. Und glaubst, kannst du jetzt was mitnehmen auf das Landstraßenfahren? Ja. Die Bremserei, Kurventechnik nicht sehr viel, aber zumindest mal, wenn man weiß, was das Gerät mehr an Reserven hat. Mhm. Und das ist, glaube ich, sehr, gut fürs Vertrauen. Sehr gut, absolut. Ja. Und zwei Tage machst du jetzt? Zwei Tage. Heute den zweiten Tag und morgen leider. Das ist leider Finale. Ja. Na gut, viel Spaß und dann sehen wir uns eh nächstes Jahr wieder. 100%ig. Ja. Ciao, servus. Ciao. Danke vielmals. Wenn ich natürlich ein Reiseenduro sehe im Fahrerlager, da wäre ich immer ganz nervös mit der Kamera, mit dem Mikro, weil da bin ich immer hellhörig, was da der Hintergrund ist. Wieso kommst du auf die Rennstrecken mit der Tiger? Ich war noch nie auf der Rennstrecke und habe mir gedacht, ich probiere es einmal aus. Habe die Tiger erst seit diesem Jahr früher. Und wollte es einmal ausprobieren. Ja, es ist ja so, dass viele Leute, wenn sie an Rennstrecke denken, sie halt an Rennen und gefährlich und schnell und so. Und du hast diese Hürde aber für dich überschritten und sagst, das probier trotzdem, oder? Naja, auf der Landstraße bin ich ein bisschen zu zügig unterwegs. Mhm. Und man mir gedacht, dann wird es einmal Zeit für die Rennstrecken. Also Ich bin kein zaghafter Fahrer, auch nicht auf der Rennstrecke. Mit der Tiger geht es super. Ja. Aber man muss halt richtig hängen auf. Also sonst die Fußrasten. Die kratzen recht schnell. Und hast du schon Knie gestraft und so? Na, Kniestrampen brauche ich nicht, nein. Okay, aber so halt, dass das Gewicht halt ein bisschen runterbringst. Genau, bringst. Man muss schon ordentlich arbeiten mit dem Oberkörper, ja. Aber geht super. Und hast du jetzt für dich, was du sagst, okay, du hast da was dazugelernt auch? Hast du das Gefühl, das bringt was? Na, auf jeden Fall. Nach jedem Turn lernt man dazu. Also, das ist ein Traum. Der Christian, glaube ich, der Chris, der ist der Instruktor. Ist der Chefinstruktor, ja. Der nimmt sich für uns Zeit, zeigt uns alles und die Technik verbessern und das macht schon Spaß. Und ist er jetzt zufrieden gewesen mit den Fortschritten? Naja, ich war beim ersten Turn direkt hinter ihm, also hätte er ruhig schneller fahren können. aber ich habe halt Tourenreifen oben. Ja. Also langsam bei den Temperaturen kommen an die Grenzen. Ja. Deswegen lasse ich jetzt den Turn auch aus, weil es bis jetzt heiß wird und ich mich einfach nicht so wohlfühle. Ja. Ist natürlich das Unterschätzen, Leute, die das noch nicht gemacht haben, das ist halt extrem intensiv. Gell? Du hast eine Kurve nach Kurve, Kurve nach Kurve, das ist quasi Hardcore-Training, gell? Ja. Körperliche Ausdauer ist das ein Wahnsinn. Ja. Und habe ich leider unterschätzt, muss ich sagen. Nein, das ist natürlich auch gut, wenn man selbst manns genug ist, zu sagen, okay, ich kann jetzt nicht mehr und hör auf, weil das ist die Zeit, wo viele Leute stürzen, so nach der Mittagspause, weil sie dann zu müde sind. Gut, das muss ich Hände frei halten. Schön, dass du das erkannt hast und viel Spaß hast. Tschüss und Baba. Tschüss, Baba. KTM RC8, normale RC8 oder RC8R? RC8R. RC8R, eine die feine war. Und fährst du auf der Strecke, bist du gut unterwegs, bist happy? Ja, bin happy momentan, ganz gut zufrieden mit dem Ding. Und ich glaube, ich bin so eine Zeit lang gefahren, was schön ist, das hat ja irrsinnig gutes Chassis. Ist das jetzt im Vergleich zu den modernen Motoren immer noch so, dass du sagst, das ist geil, so dieses Fahrwerk? Oder also wie das Handling von dem Ding ist extrem gut, also ist auch von den Kurvenlagen her und auch vom Abbiegen vom Motorrad also ist wirklich entspannt und eigentlich auch für Hobbyfahrer optimal geeignet, bin ich der Meinung. Mhm. Sicher recht. Ich sehe jetzt, du hast das schon stark umgebaut für die Rennstrecken. Fährst du Straßen gar nichts mehr? Baust du hin und her oder fährst du nur Rennstrecken? Nein, ich fahre nur Rennstrecken. Mhm. Nichts mehr auf der Straße. Wenn man Gas gibt, muss man leider auf der Rennstrecke bleiben. Und das ist ja komisch. Sie war damals, hat KTM dann aufgehört, sie zum Bauen. Und wir es aufgehört haben, auf einmal ist die Fangemeinde groß geworden. Gell? Es ist jetzt sehr begehrt am Gebrauchtmarkt, gell? Die RC8, oder? So ist es, ja. Und der Preis steigt natürlich auch so im Hecher immer. Ist schon so, steigt, ja, oder? Ja, natürlich, ja. Ja, also und hergeben tust du es eh nicht, gell? Nein, sicher nicht. Also momentan nicht. Also wenn es einen Umfeld nicht dabei. Na, sehr gut. Na, viel Spaß noch, gell? Danke. Ja, bei mir ist jetzt der Oliver von Bridgestone Österreich. Oliver, sieh ich. MT10SB ist eine gute Wahl, habe ich immer sehr genossen. Du fährst Landstraße und Rennstrecke gemischt, glaube ich, gell? Genau, also Rennstrecke erst seit neuem, macht irrsinnig Spaß. Ist das so Aufnahmebedingung gewesen bei Bridgestone quasi, so diese Rennstreckenpartie, oder?
Ja, kann man so sagen. Kann man so sagen? Also man will ja mitreden können. Ja, das stimmt. Und wie ist denn das jetzt, der Raffendienst montiert gerade um, wie machst du das logistisch, wie tust du das machen, wenn du Track das fährst? Ja, es ist eh katastrophal. Also ich komme eigentlich mit dem Serienreifen her, habe nur das Heck abgebaut und lasse mir dann vom Zweirad-Profi-Power die Slicks montieren. Ja. Und jetzt, wo es wieder nach Hause geht, lassen wir wieder die Straßenreifen aufziehen. Ja, ist ja nicht so schlimm, oder? Das passt schon. Oder du kaufst einen zweiten Satzfögen. Dann ist oder ein zweites Motorrad. Ja, ja, genau. So enden dann alle. Das ist die wahre Katastrophe. Ja, das wird passieren. Ja. Und wie MT10 SB ist auf der Rennstrecke, da fühlst du dich wohl? Ist das okay? Passt das? Ich muss sagen, ich habe keinen direkten Vergleich, aber es macht schon irrsinnig Spaß. Mhm. Also man fühlt sich extrem sicher. Also das Fahrwerk mit unserem Slick ist eine Sensation. Also man fährt die Runden, man hat kein Ziel, dann kann gar nichts. Mhm. Wenn ich fragen darf, diese Reifenbranche, ich glaube, die fesselt dich schon lange. Wie lange bist du schon in dieser Reifenbranche aktiv? Seit 1990. Das ist mal rechnen. Also das waren 28 Jahre, bevor ich zur Bridgestone gegangen bin. Ja, okay. Ja, und das ist ja so, diese ich weiß nicht, ob du die Motorradreifen auch so lange verfolgt hast, aber irgendwie hat man das Gefühl, es ist ja so, es wird jedes Jahr besser. Und ich weiß nicht, ob das irgendwann mal aufhört, die Entwicklung, aber in 28 Jahren, ich meine, das kann man gar nicht mehr vergleichen, was das noch, diese Technologien, also oder? Also Anfang der 90er, das waren noch richtig schlimme Reifen zum Teil, im Verhältnis zu heute. Unpackbar. Also das, ja, was wir zum Beispiel im BT 16 Pro in der dritten Preisschiene verkaufen, ist seit 2011 ein Testsieger und ist heute noch top. Ja, na, das stimmt. Na, dann sind wir gespannt, was die nächsten Jahre kommt. In Köln auf der Intermod sehen wir uns ja. Ich glaube, dort verratet ihr ein paar Neuigkeiten für nächstes Jahr. Genau. Oder? Sehr gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Björn, normalerweise hackelst du nur bei uns. Dieses Mal darfst du erstmals Freizeit machen bei 1000 PS. Wie kam es dazu? Ich wollte eigentlich in Neuschersleben fahren, dazu kam es jetzt aber nicht, wegen einer Terminkollision. Und dann habe ich bei euch auf der Seite geguckt, na, gibt es noch einen Termin? Zack, letzter Termin, Pannoniaring war ich noch nie, 800 Kilometer, ach egal, ab, Bus geparkt, Attacke. Du, und jetzt ist ja Mittag und du hast das Biospark, das heißt für dich passt, du bist zufrieden mit den 2 Tagen? Ich bin super happy. Gestern den ganzen Tag perfektes Wetter gehabt, komplett durchgefahren, alle Turns, sogar mal einen Doppelturn gefahren zum Schluss, weil es so schön war. Und dann direkt in der letzten Runde noch beste Zeit gefahren. Super happy gewesen. Heute Morgen nochmal rausgegangen. Eigentlich hat es sich entspannter angefühlt. Plötzlich war es wieder eine Sekunde schneller. Noch 2 Turns gemacht und jetzt der Muskelkater. Und jetzt muss man sagen, jetzt wird es wieder heiß, Reifen ist durch, ich bin durch, alles super. Du, wenn man fragen darf, was ist das erste Mal Rennstrecken, also das erste Mal Pannoniaring, was hast du denn jetzt für Zeit rausgelutscht aus deiner Suzuki? Ja, aus der 57er G6R haben wir jetzt eine 212143 rausgeholt. Brauchen wir sie nicht genieren, Björn. Und 57er G6R, dein Resümee? Super, ich bin ja vorher Daytona gefahren, 675, dann mal ein bisschen Aprilia RSV4, was schon sehr mächtig war, dann ein Jahr Pause gehabt und dann kam ich auf der 1000er nicht mehr so richtig zurecht und jetzt wieder auf der 57er, macht wieder richtig Spaß. Und jetzt bist du süchtig wieder, gell? Ja, jetzt bin ich wieder voll dabei, du. Die Maschine, die Strecke, macht wieder richtig Spaß. Na gut, dann gute Heimfahrt, 800 Kilometer ist nicht ohne und nächstes Jahr, Björn, Pflicht, dass du wieder da bist, dann fallen die 210. Bin dabei. Danke. Und wenn der Björn kommt, natürlich zur Rennstrecke, hat er natürlich das feinste Zeug mit vom Riga Rennsport, den Paddock Wizard. Da hat man da oben diesen Ständer, diesen Helmständer. Ui. Und da ist ein Ventilator. Da hänge ich mir jetzt die Schlaufe rein. Und da bläst das Gebläse hier den Helm trocken. Und da hat man die Schalter, kann man das ein- und ausschalten. Da hat man eine Magnettasse. Und da hat man da unten die Ständer, wo man die Seitenarme, wo man die Felgen raufstellen kann. Da oben kann man das Lederkombi anhängen. Das ist natürlich alles vom Fenster. Unten aber noch Steckdosen, kann man die Heizdecken anstecken. Die kann man hier zentral abstecken. Das ist natürlich super ordentlich. Es ist für so Monk-Typen, glaube ich, gell, Björn? Für so Monk-Typen, die halt gerne mal alles ordentlich haben. Obwohl bei dir gibt es da ein bisschen einen Bruch, weil das ist alles ordentlich, aber der Rest liegt umeinander. Das ist Katastrophe. Ja, liebe Leute, das war eine Saison wieder 1000 PS Bridgestone Track Days. Das war wieder ein intensives Jahr. Viele Veranstaltungen haben wir gemeinsam gehabt, aber jetzt ist es vorbei. Die Saison 2018 für uns, für die 1000 PS Bridgestone Track Days. Vielen Dank an die Instruktoren, an Bridgestone, an den Frankie und seine GH Moto Crew, die uns bei der Veranstaltung alles abwickeln, an meine Team hinter der Kamera, vor der Kamera, an alle, die mitgeholfen haben, natürlich das größte Dankeschön an euch, die
die bei unseren Veranstaltungen immer so diszipliniert und mit viel Freude dabei sind, dass das immer so entspannte und schöne Veranstaltungen sind. Nächstes Jahr sind wir natürlich wieder aktiv. Wir haben auf den Rennstrecken schon die besten Plätze reserviert. Brünn, Bannonia, Red Bull, Slowakia, ja, diese Rennstrecken werden wir nächstes Jahr wieder besuchen. Von April angehend bis hinaus in den September. So im Schnitt jedes Monat machen wir einen Termin, vielleicht im Sommer dann auch zwei in der Ferienzeit. Wird wieder sehr entspannt. Es ist immer nur ein Problem. Wir haben natürlich durch diese Publicity mit 1000 PS ein bisschen die Herausforderung, dass natürlich ein sehr starker Drang, ein sehr starker Zustrom ist auf diese Plätze. Ihr müsst halt, wir schalten die Anmeldung online am 1. Dezember. Am 1. Dezember auf www.1000ps.com kann man sich die Plätze reservieren fürs nächste Jahr. Und das ist jetzt zwar langfristig, aber ihr könnt euch sicher sein, das ist der billigste oder die billigste Möglichkeit, Tickets bei uns zu kaufen. Bei uns steigen die Tickets mit jeder Buchung an. Das heißt, die Ticketpreise werden immer teurer. Ich glaube, pro Buchung um 50 Cent ab dem 50. Platz oder irgendwie so haben wir das programmiert. Schlicht und ergreifend deswegen, dass die ersten Leute, die treuesten Stammgäste, den günstigsten Preis haben. Und wir, was wir niemals machen, ist, dass wir am Schluss dann irgendwie noch eine Aktion haben. Wenn Plätze übrig bleiben, am Schluss freuen wir uns, haben wir mehr Platz auf der Rennstrecke. Also sie werden niemals billiger. Also bucht früh, dann seid ihr garantiert mit dabei. Am frühesten müssen übrigens buchen die Einsteiger, weil die grüne Gruppe, diese instruktorgeführten Plätze, die sind am schnellsten ausgebucht, weil wir da so ein, wie soll ich sagen, so ein Alleinstellungsmerkmal haben in der Art und Weise, wie sie es machen. Also ihr müsst bitte wirklich langfristig buchen. Da wünsche ich euch viel Spaß, wenn wir uns nächstes Jahr wiedersehen. April 2019 bei dem 1000 PS Bridgestone Track Days. Bis dann!